Hallo, grüßt euch. Ja, es ist Sonntagnachmittag und ich habe jetzt mal so ein paar Vorschläge gekriegt, was ich so machen könnte oder was für Musik. Zum Beispiel OG Kimo und Funkfaser Frank, Frank? Funkvater Frank. Siedlung. Ich habe mir die Texte angeguckt, ich habe mir auch die Interviews angeschaut, also sie sind witzig, ja, aber so die Texte und vor allen Dingen auch das Video habe ich dann angeschaut, ja, ohne aufzunehmen. Ja, ist mir persönlich einfach zu viel Gewalt, ich will das nicht. Ich habe so eine Vergangenheit mit Gewalt, mit Drogen, mit Alkohol, ja, und zwar ziemlich heftig und bin ja seit 20 Jahren mal so richtig draußen und ich habe da auch keine Lust, mich da aufzuladen mit so Sachen. Deswegen habe ich mir das überlegt, dass ich jetzt einfach mal so in eine andere Richtung gucke. Ja, also ich habe mal geguckt, was hat released, dann bin ich auf Madness, habe ich gesehen, habe mir das jetzt mal angeguckt und zwar das Stück, ich habe das jetzt gerade, deswegen gucke ich da drüben, ich habe das da am anderen Monitor. 2 Cent und ich finde die Texte, ja. Gut, also komm einfach mal so irgendwie über Gewalt aus. Also ich will jetzt auch niemanden irgendwie sagen, mach das so und so irgendwie, aber ich entscheide halt für mich, dass ich da jetzt gerade mal, das ist mir jetzt gerade zu viel irgendwie, ja. So, jetzt, also Madness, 2 Cent. Ich komm von einem längeren Weg, OG. Erzähl von dem, was ich erlebe, OG. Und wie ich das Ganze so sehe, OG. Erzähle von mir, hab nie ein anderes Leben gelebt, OG. Immer noch kein Sinn für Materielles, du spürst nicht. Das Gelaber darüber ermüdet mich. Reich ist verteilt und nicht drüber spricht. Doch das sind nur meine 2 Cent. Ich dachte, man handelt es brüderlich. Aber scheiß mal aufs Geld und deine Fans, wenn du Menschen hast, eine Bühne gibst. Schon immer suchtgefährdet, aber auf dem besten Weg das Thema zu beerdigen. Ich komme von Open Mic Cypher nach Konzerten, die ich mittlerweile selber spiele. Talentierte Rapper, ja, ich kenne viele. Viele, die hängen blieben oder denen der Atem bis zum bitteren Ende fehlte. Immer noch der Gute, alles andere wäre eine Lüge. Rapper haben wenig Erfahrung mit Frauen und Angst vor Gefühlen. Das ist schon heiß. Also die Texte, die sind schon heiß. Also jetzt Gefühle, das kommt auch gut, finde ich. Also bis jetzt gefällt es mir. Also, ich habe da mal was. Aber scheiß mal aufs Geld und deine Fans, wenn du Menschen hast, eine Bühne gibst. Also, das finde ich schon mal toll. Dann auch, ich bin schon immer suchtgefährdet, aber auf dem besten Weg, das Thema zu beerdigen. Ja, hey, grüß dich. Dann ist gerade Rapper haben wenig Erfahrung mit Frauen und Angst vor Gefühlen. Sie nennen es Conscious, nennen es Grown Man, nennen es Erwachsenen. Rap. Also so diese Texte finde ich ja interessant. Sie nennen es Conscious, nennen es Grown Man, nennen es Erwachsenen-Rap. Doch mit dem Hunger, mit dem ich hier reingehe, werde ich gerade mal auf 18 geschätzt. Was? Das hier ist immer noch was? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache, Homie, nicht mehr. Das hier ist immer noch wer? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache und so wollte nicht mehr. Das hier ist immer noch was? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache, Homie, nicht mehr. Das hier ist immer noch mehr, das hier ist immer noch mehr, das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache und so wollte nicht mehr. Die Klamotten finde ich gut irgendwie, also irgendwie so ganz normal oder sowas, ne? Also das finde ich jetzt, nachdem ich überlege gerade, wie hieß der? Weiß nicht, der halt hinter so einem Schloss mit so einem Kampfhund oder so irgendwie eine Kollega. Glaube ich, habe ich mal gesehen, so ein bisschen so. Und das ist natürlich so. Für mich ist es auf jeden Fall mal erfrischend. Ich hab nix mit Tätern am Hut, OG. Davor hatte ich schon Ärger genug, OG. Ich kanalisiere meine Wut, OG. Erzähle von mir, hab mit keinem anderen so viel zu tun, OG. Ich frage mich nicht, warum du glaubst, deutscher Rap sei grad sowas von runtergekommen. Ich frage mich schlicht, warum du keinen guten hörst, es gibt mehr als genug davon. Ich schreibe im Jahr keine 100 Songs. Ich habe jetzt gerade echt so das Gefühl, hey, pff. Also ich hätte jetzt gerade anfangen können zu heulen, so weil ich jetzt ganz kurz gespürt habe irgendwie so, weißt du, weil der so mit seinem Fahrrad auch normal fährt, so wie ich auch so. Also ich habe so das Gefühl, ja,
Ich habe mich gerade. Weil davon 90 halt kacke wären. Ich schreib an der Platte, doch das sind nur meine 2 Cent. Hab das gerade nicht passende. Immer noch, ich und mein Bruder GBR, beste Firma. Ach so, Mucke ist Papierkram, gehst du fokussiert dran, reichen keine 4 Bars. Digga, was los? Und meine alte GmbH, lange kein Thema. Grüße gehen raus. Ich weiß, die Azubis dort unten, dass ihr heimlich auf die Tür, die damals zuging, machte diese hier auf. Deshalb all good. Ich mach im Nachhinein keinen Vorwurf. Ich klär die Sache gerne sofort. Wer irgendein Problem hat, der ruft durch. Sie nennen es Conscious, nennen es Grown Man, nennen es Erwachsenen-Rap. Nenn das immer wie du willst, ich nenne es immer noch das, was ich mach bis zuletzt. Was? Das hier ist immer noch was? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mach, Homie, nicht mehr. Das hier ist immer noch wer? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mach und so heute nicht mehr. Das hier ist immer noch was? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache, Homie, nicht mehr. Das hier ist immer noch wer? Das hier ist immer noch Man. Das hier ist immer noch das, was ich schon immer mache und so wollte nicht mehr. Ich muss erstmal kurz ausschalten, dann schalte ich das aus. Also, hat mir richtig gut gefallen. Und auch kurzfristig war ich einfach so komplett, also ich fand es toll, ja, weil so der fährt auch mit dem Fahrrad und was weiß ich so irgendwie. Na, ich habe mein Auto verschrottet nach 17 Jahren. Ich habe mir jetzt auch kein neues gekauft. Sowieso, ich kann gerade eh nicht zum Kunden fahren und aber. Also ich fand das jetzt mal richtig erfrischend, so einfach normal irgendwie, ja. Auch die Texte finde ich toll, so haben einfach was Reifes. Ja, vielleicht ist es, ich glaube schon, dass es genauso auch gefragt ist, so. Und ja, auf jeden Fall danke für den Text, für die Musik, so, das war echt toll, hat mir wirklich gut gefallen und auch gut gesungen und so weiter. Ich höre mir das jetzt auch noch mal ein paar Mal an, bestimmt. Das kommt dann auch beim ersten Mal so anhören, das ist dann immer, das finde ich immer schade, wenn ich dann schneide, dann höre ich es ein paar Mal, vielleicht lasse ich jetzt auch einfach mal, ich schneide es und dann lade ich es nicht gleich hoch und höre es nochmal an, irgendwie 1-2 Tage und so, lass es mal wirken. Ich glaube, das wird dem dann eher gerecht, so insgesamt. So, ich war jetzt gerade noch ein bisschen spazieren und hab das so 2-3 Mal gehört, das Lied. Ja, Feuer, das hat mich so richtig weich gemacht plötzlich, ja. Da war so, ich habe das Gefühl gehabt von einem Connect und ich liebe es, ja, wenn Musik mich irgendwie emotional berührt. Also wenn ich, ja, auch manchmal brauche ich auch so ein bisschen Energie, dann ist sowas wie vielleicht Rage Against the Machine ganz gut. Aber da, das hat mich unerwartet irgendwie plötzlich so geöffnet, ja. Und sowas mag ich, weil ich mehr so härter bin teilweise. Und wenn mich was dann weich macht oder so, das hat was Reinigendes. Das war toll, das war so ein kurzer Moment, so wie Connect, wie angekommen, ja, hatte ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall danke für die Musik und ich habe mich ja schon, oder das, ich schneide es glaube ich so zwischen rein irgendwie. Also, danke für, dass ihr das Video angeschaut habt und ihr könnt gerne abonnieren, wenn ihr wollt, wenn nicht auch gut und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.